Holger wollte jetzt gerade, nachdem ich mal geschätzt habe, wie viel Wasser das hier ist, ja, was er hier rauslaufen hat, ich zeige es Ihnen gleich nochmal, wollte genau wissen, wie viel Prozent Wasserwechsel macht er denn am Tag. Und ich habe gesagt, das sind ca. 1000 Liter, aber bei solchen Dingen verschätzt man sich immer, und zwar immer komplett. Und nachdem wir es ausgelittert hatten, waren es genau 2160 Liter. Also er hat hier 20% Wasserwechsel am Tag. Und wenn wir jetzt einfach mal sagen, Wasser mit Abwasser roundabout 4 Euro, sind es 8 Euro am Tag, sind es 250 Euro im Monat, was hier das Wasser kostet. Die 20%, die Koi freuen sich sicherlich darüber. Ich denke, sie sind nicht wirklich notwendig. Man kann es auf die Hälfte reduzieren, kann er nachher auslittern. Aber ich kann Ihnen auch sagen, diese Vorgehensweise mit irgendwelchen Ventilchen einstellen, machen, tun, können Sie gerade vergessen. Ich sehe es auch bei uns in der Anlage mit unseren Niederdosierventilen. In den Wasserleitungen ist einfach eine gewisse Druckschwankung vorhanden und keine Ahnung, woran das liegt. Aber da kommt mal mehr, mal weniger. Also das schwankt bei uns auch zwischen 10% und 20%. Dieses gigantische Wachstum ist natürlich wahrscheinlich nicht zuletzt auch diesem riesen Wasserwechsel zuzuschreiben. Ob es jetzt bei 10% Wasserwechsel weniger gewachsen wären oder nicht, das mag ich bezweifeln. Also das wird wahrscheinlich das gleiche Ergebnis gewesen sein. Aber Wasserwechsel, und Sie wissen, als wir vor 5 Jahren mit Modern Koi angefangen haben, das war das erste Riesenthema, das wir aufgenommen haben. Das ist das erste Riesenthema gewesen, wo ganz viele Leute umgesetzt haben und die nachher gekommen sind und gesagt haben, Martin, Herr Kammerer, wie auch immer, wie Sie mich angesprochen haben, seit ich diese 25% Wasserwechsel in der Woche im Sommer mache, seither sieht mein Wasser anders aus, meine Fische sind anders drauf. Und ich kann Ihnen das sagen, in Innenhälterungen, die Erfahrung haben schon viele gemacht, da können Sie das Spiel mit dem Wasserwechsel, mit dem Frischwasser so lange spielen. Sie können so lange aufhärten, dass Sie keinen Wasserwechsel brauchen. Ja? Wenn Sie jetzt eine Anlage haben, die kein Wasser rausspült, wie zum Beispiel eine Papierfilteranlage, Sie können so Wasser verdrecken lassen, bis die Fische einfach nicht mehr fressen. Und die Erfahrung haben schon viele gemacht, die mit dem Wasser gegeizt haben. Dann haben sie gefüttert, gefüttert, gefüttert. Wenn der pH-Wert runterging, wurde Kalk reingeworfen. Und plötzlich von der einen Sekunde auf die andere fressen die Fische nichts mehr. Und sie werden lachen. Wenn sie dann 20-30% Wasserwechsel machen, dann fangen die Fische wieder an zu fressen. Also man hat sie im Prinzip zum Fressverzicht, zur Nahrungsaufnahmeverzicht, hat man sie gezwungen. Und das geht wirklich am allereinfachsten ohne Wasserwechsel. Darum kann ich Ihnen sagen, machen Sie Ihre Teiche, wenn Sie jetzt Ihren Teich vielleicht umbauen wollen oder Sie sind jetzt dabei, einen neuen Teich zu planen, machen Sie ihn kleiner, machen Sie ihn so, dass Sie das Budget haben, in der Woche im Sommer 25% Wasser auszutauschen. Jetzt ist es nicht so erheblich, ob Sie das zulaufen lassen oder ob Sie es als Wasseraustausch machen. Die meisten Filteranlagen, jetzt mal vom Papierfilter abgesehen, die spülen ja eh kontinuierlich Anlagenwasser raus. Oder wer einen Bürstenfilter hat, wird dann alle paar Wochen mehrere Kubikmeter rausspülen. Das hat alles seine Vor- und Nachteile. Aber die Zahl 25 sollte auf jeden Fall im Raum stehen. Hier der pH-Wert war vorher oder ist jetzt immer noch bei 7,3. Das ist relativ hoch, da habe ich mich vorher schon gewundert. Wir haben hier auch eine Ecke, da ist die Carbonathärte bei 7. Und wenn er keine 20% Wasserwechsel gemacht hätte, und das ist so ein, ich schätze mal, ein Zentimeter ungefähr Innendurchmesser, und beim Zentimeter Schläuchchen, wenn es so rauskommt, sind es 2 Kubikmeter, was am Tag hier reinläuft. Und wäre interessant zu wissen, bei 10%, wie wäre der pH-Wert dann gewesen? Aber ganz sicher deutlich niedriger. So, jetzt gehen wir an Holgers Außenteich und schauen mal da, wie er seine anderen Koi, die nicht ins warme Winterquartier umziehen durften, wie die bislang den Winter machen. Wir haben jetzt Mitte Januar und auch das ist interessant.